Wir haben alle darauf gewartet, bis wir endlich wieder anfangen können. Die Spieler man hat richtig gespürt, wie sie unbedingt wieder haben wollen, auf Seis und das machen, was sie am liebsten machen. Und das gilt natürlich auch für mich. Und ich habe mega Spass, dass man es wieder losgeht. Ja, hochspannend natürlich. Sehr viele gute Leute, die ich zusammenarbeiten darf. Wir haben es sehr gut unter den Coaches. Jeder hilft dem anderen. Und das ist natürlich mit dem Einstieg sehr einfach gefallen. Und es macht einfach Spass. Es ist zwar sehr intensiv jetzt im ersten Moment. Klar, alles ist noch ein bisschen neu. Und wir versuchen, irgendeinen Prozess in Gang zu setzen. Ja, sehr intensiv, sehr spannend. Und einfach nur Freude und Leidenschaft. Und ja, Frieden. Das Ziel ist klar, dass wir eine Top-Mannschaft werden. Also über die Zeit ist natürlich viel Arbeit. Man muss wirklich kleine Schritte nehmen. Aber trotzdem ist ein ganz klares Bild im Kopf. Und, wir wissen alle, alle Coaches und Staff und Leute, wo wir wollen. Und ich denke, die Reise wird spannend. Es wird nicht einfach, aber wir sind alle sehr motiviert und sehr positiv. Und wir wissen, dass wir sicher dort hinkommen, wo wir wollen. Wir sind jetzt am Anfang, aber es ist ganz klar das Ziel, dass wir Spieler so ausbilden, dass die Integration nachher in die höhere Stufe einfacher wird. Ja. Go, go, hey, hey! Go, go, go! Press, press! Bring the puck back. Oh, ich bin natürlich voller Leidenschaft und Passion und mit viel Herz dabei. Das sind einmal so Grundvoraussetzungen. Und ich denke, ich bin fair als Coach. Aber, die Ansprüche sind gross und ich fordere viel von mir, aber natürlich auch von meinen Spielern und von der Mannschaft. Ja, es hat viel Potenzial. Also sie sind technisch auf einem guten Level. Was die Reife sonst, die Persönlichkeit anbelangt, gibt es sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Und auch im taktischen Bereich gibt es natürlich auch noch das eine oder andere, das man schauen muss. Aber sie sind mit vollem Herz dabei und das Potenzial ist also durchaus vorhanden.